Der nächste One Piece Arc steht fest. Das wird der Egghead Arc, der Vegapunk Arc. Und ich bin maximal gehypt drauf. Denn was alles potenziell in diesem Arc geschehen kann, was enthüllt werden kann bezüglich Teufelsfrüchte, gerade in Bezug auf Ruffy, aber auch Geschehnisse und Charaktere, die auftauchen können, ist nicht mehr normal. Und deshalb will ich heute mal im Rahmen dieses Videos mit euch Dinge, die nicht viele auf dem Zettel haben, die jetzt im Egghead Arc passieren können, ansprechen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt eure Meinung, eure Ideen, was ihr jetzt euch vorstellt für den Egghead Arc in die Kommentare. Abonniert, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht's direkt los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Erstmal eine kurze Werbeunterbrechung. Ich stelle euch den Partner des heutigen Videos vor, der wieder mal CyberGhost VPN ist. Und was ist CyberGhost? CyberGhost ist ein VPN-Service, der es euch ermöglicht, anonym und sicher im Internet zu surfen. So, dass ihr keine Fußspuren und keine Daten im Internet hinterlasst. Und selbst bei CyberGhost wird nichts von euch gespeichert. Der beste Nutzen an CyberGhost meiner Meinung nach ist, dass man damit seine Mitgliedschaften wie bei Netflix, Disney+, Amazon Prime und so weiter aufwerten kann. Das bedeutet, ihr nutzt CyberGhost, gebt vor, in einem anderen Land zu sein und dann habt ihr in diesem jeweiligen Streamingdienst die Filme und Serien, die in diesem Land freigeschaltet sind. Denn es ist ja immer noch so, dass das Angebot nicht überall gleich ist. So könntet ihr zum Beispiel vorgeben, in Japan zu sein und ihr habt zum Beispiel One Piece bei Netflix, was es natürlich im deutschen Netflix nicht gibt. Außerdem hat CyberGhost 38 Millionen Nutzer weltweit, einen 24-Stunden-Kundensupport und eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie. Und man kann mit einem CyberGhost VPN-Abo 7 Endgeräte gleichzeitig schützen. Auf iOS, Android, Windows, Smart TVs, Spielkonsolen, überall. Deswegen checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Holt euch CyberGhost VPN mit 84% Rabatt, sprich nur 1,94 € im Monat und 4 Monate kostenlos. Vielen Dank CyberGhost für Sponsor dieses Videos und weiter geht's. Erst einmal muss man klären, wer ist Vegapunk? Ist es jetzt diese Frau, die wir am Ende da vorgestellt bekommen haben? Also ich bin fest der Meinung, dass sie es nicht ist, beziehungsweise dass er es nicht ist, denn es wurde so oft von Leuten erwähnt. Sei es Corby, der vor 16 Jahren damals nach Enies Lobby dort auf Water 7, wo er mit Garp und Helmeppo kam, dort hat er auch gesagt, dass der alte Mann Vegapunk einfach nur großartig ist, in hohen Tönen. Fujitora hatte bei der Reverie zu Green Bull auch gesagt, wie geht's dem alten Mann Vegapunk? Vegapunk selbst ist im Anime auch aufgetreten, hat eine männliche Synchronstimme. Caesar hat ihn auch als Mann betitelt. Also es gibt unzählige Belege dafür, dass alle ihn in der Welt immer als Mann angesehen haben. Und deswegen hatten wir alle im Kopf auch diesen Dr. Gero, diesen verrückten Professor im Kopf. Und jetzt hat Oda uns natürlich wieder verarscht. Aber da halt auf ihrem Overall die 02 ist, ist das für mich schon fast klar, dass es halt auch eine Erfindung von Vegapunk ist. Genau wie 03 auf dem Shark, also auf dem Hai ist. Und gefühlt wird jede Erfindung wahrscheinlich nummeriert. Genau wie bei Frankie. Es ist nur die Frage, wie hat er das gemacht? Ist das seine Tochter und das ist nur der Nachname Vegapunk? Ist es irgendwie aus seiner DNA? Ist sein Gehirn da irgendwie transplantiert worden oder sowas? Wisst ihr? Also es ist halt die Frage, wie hat er das gemacht? Und ich glaube sowieso, er hat vor 26 Jahren oder vor 24 Jahren wurde er in der One Piece Welt festgenommen auf Punk Hazard, weil er den Bauplan des Lebens, den Lineage Factor, wie er immer auf Englisch genannt wird, den hat er herausgefunden. Da kann er nun mal, glaube ich, künstliches Leben erstellen und künstliches Leben erschaffen einfach, wie er will. Deswegen könnte man das gut so erklären. Und jetzt natürlich die Frage, ganz am Ende des Kapitels hat ja die vermeintliche Vegapunk gesagt, wer sagt überhaupt, dass ich euch gerettet habe? So, ich gehöre zur Weltregierung, ich arbeite für die Weltregierung. Jetzt könnte man denken, okay, scheiße, die ist böse, beziehungsweise Vegapunk ist böse, die ganzen Erfindungen, die ganze Insel stellt sich gegen die Strohhüte, aber da bin ich mir wirklich auch sicher, dass die oder der Vegapunk nicht den Strohhüten böse gegenüber gesinnt ist, auf keinen Fall. Und ich glaube auch, dass Vegapunk die Freiheit dort hat auf Egghead, auch die Strohhüte gut zu empfangen, beziehungsweise nicht gleich die Alarmglocken zu läuten und zu sagen, jetzt hier, die Strohhüte sind hier und die Weltregierung warnen oder sonstiges, weil Vegapunk sehr wichtig für die Weltregierung ist. Den kann man nicht ersetzen, der ist unersetzbar und ich glaube, dafür wird Vegapunk auch sorgen und deswegen hat er auch die Freiheit. Die G14-Basis ist ja auch nicht auf Egghead Island, sondern daneben irgendwo. Ich denke, die Insel ist einfach nur voll von Vegapunk, seinen verrückten Erfindungen, den Seraphims, die ja da sein sollen und vielleicht den ein oder anderen Gehilfsleuten und ich glaube, wir werden dort auch Smoker sehen, auf Egghead. Das ist ein Charakter, der dort auftauchen wird. Wir haben Tashigi, seine rechte Hälfte, schon gesehen und auch bezüglich Tashigi, das wurde jetzt auch schon öfter erwähnt, glaube ich auch. Ich könnte es mir inzwischen das vorstellen, gerade in diesem Arc, wo so vieles möglich ist, könnte ich es mir vorstellen, dass Tashigi wirklich damals aus Kuinas DNA erschaffen wurde und dass Vegapunk wirklich irgendwie für die Revus noch im Geheim arbeitet, weil damals waren ja die Revolutionskommandanten nach Kuinas Tod dort im Dojo bei Zorro. Das könnte einiges erklären. Und auch dieser Prince-Typ, der im letzten Chapter aufgetaucht ist, der so ein bisschen wie Corazon und Doflamingo wirkt, könnte auch das Ergebnis der ersten Versuche sein, ein Seraphim bzw. Klone zu erschaffen mit künstlichem Leben. Genau wie Weevil theoretisch auch der erste Versuch sein könnte, Whitebeard nachzubauen oder nachzuempfinden oder vielleicht aus der DNA sogar ein Fehlschlag oder sonstiges, der sich jetzt selbstständig gemacht hat. Der sieht ja auch so komisch zusammengenäht aus oder so. Ich könnte es mir vorstellen. Also in diesem Arc ist unfassbar viel möglich. Auf jeden Fall wird Vegapunk extrem interessiert sein an Ruffy. Er wird ihn erforschen wollen. Denn die Teufelsfrucht, die mystische Zoanfrucht, Mensch-Mensch-Frucht, Typ Nika, die Ruffy ja gegessen hat, die ist der Weltregierung
Ewigkeiten aus den Händen geglitten. Sie haben sie nicht bekommen. Und ich bin auch echt interessiert an dem Buch der Teufelsfrüchte, was wir höchstwahrscheinlich auch hier erfahren werden oder sehen werden vielleicht sogar. Und da bin ich echt gespannt, wie viele Infos sind da über Ruffys Frucht drin vorhanden. Und hat das Buch wirklich Vegapunk geschrieben? Man geht jetzt schon davon aus, als wäre es so ein Stein gemeißelt. Er muss ja nicht mal der Autor sein, aber man geht halt davon aus. Er ist der einzige Teufelsfrucht-Experte in der Welt so richtig. Und das Buch war halt damals auch in Sanjis Hände und sein Vater hat mit Vegapunk gearbeitet, deswegen kann man so ungefähr 1 und 1 zusammenzählen. Aber da ist halt die Thematik mit Ruffy sehr interessant. Gerade mit seiner Frucht. Er hat sie jetzt erweckt, es ist bekannt, er hat diese Frucht und er ist derjenige, er ist Joyboy-Reinkarnation, er ist der Sonnengott Nika. Die Frucht ist seit Ewigkeiten abgehauen, plus es hat niemand die vorher irgendwie erweckt und Ruffy ist jetzt der. Ich glaube, Ruffy ist extrem interessant für Vegapunk selbst und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht Ruffy auch diesbezüglich einiges erklären kann. Und da bin ich echt gespannt, wie Ruffy auch das annimmt und ob das überhaupt so zustande kommt, Leute. Es ist wirklich alles sehr ungewiss, aber das wird sich ändern, sobald wir Vegapunk das erste Mal gesehen haben. Denn sein Wesen, wie er jetzt wirklich wirkt und wer er jetzt wirklich ist, ob er wirklich jetzt diese Frau ist, ist halt sehr interessant. Wenn er so ein extrem wissbegieriger alter Mann ist, der so richtig geil darauf ist, neue Sachen zu erfinden oder rauszubringen irgendwie und auch Ruffy zu erforschen, wenn er da ist, so. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Könnte auch sein, dass es so ein richtig abgeklärter, in sich gekehrter und gleichgültiger alter Mann ist, der gefühlt schon alles gesehen hat und auf alles gefühlt jetzt scheißt, aber so wirkt das Ganze nicht. Also so wirkt dieser ganze Arc, wie er aufbaut, auch nicht. Wenn man sich Karakuri Island mal reinzieht, die Insel, die Heimatinsel von Vegapunk, die ja völlig vereist ist, wo Franky ja auch im Timeskip war, in dem Labor von Vegapunk, dort sieht man ja auch oben so eine Vorrichtung an der Insel. Und es wurde so erklärt, als Franky da war, dass Vegapunk versucht hat, das gesamte Klima der Insel zu ändern. Und genau das hat er wahrscheinlich jetzt geschafft. Es ist eigentlich eine Winterinsel, wo sie jetzt gerade sind, Egghead. Und wir sehen ja, dass er ja so ein riesiges Konstrukt irgendwie in der Silhouette hinten zu erkennen ist. Und das Klima ist da ja ziemlich tropisch mit Palmen und so. Also hat er es wahrscheinlich geschafft, das Klima dort für immer zu verändern mit dieser komischen Vorrichtung. Und das damals, wo Franky war auf der Winterinsel, hat es halt nicht geklappt. Er hat es versucht, weil die Leute dort unter dem Klima, diesem kalten Klima extrem gelitten haben, hat Vegapunk sogar versucht, eine riesige Erfindung rauszuhauen, die das Klima ändert. Das hat er damals nicht geschafft halt. Aber das zeigt ja auch schon, dass er irgendwie ein guter Charakter ist, wenn er da versucht, für die Leute die Insel zu verändern, weil sie so unter dem Klima leiden. Ich glaube, das ist ein guter Charakter. Ich denke auch, dass Helmeppo sich den Strohhüten nähern wird jetzt demnächst, weil er ist total verzweifelt. Corby wurde entführt. Prinz, der das Sagen hat, der gibt dich die Seraphim frei. Der sagt, das bringt alles nichts jetzt zu Beehive. Helmeppo wird aber irgendwie versuchen, glaube ich, nach Egghead zu kommen. Er wird nach Egghead rüber segeln und wird dann auf die Strohhüte treffen und wird Ruffy dann die Info erzählen mit Corby. Und da ist halt die Frage, wie reagiert Ruffy darauf? Ist der so dann eingestellt, dass er Corby sofort befreien will oder so? Und dazu noch natürlich Blackbeard, mit dem hat er eh noch eine Rechnung offen bezüglich Ace und allem so. Würde schon Sinn machen, aber irgendwie wäre das auch dann zu drastisch. Ich glaube, da vertraut er Corby auch, beziehungsweise, was heißt Vertrauen? Eigentlich kann man nicht vertrauen, wenn er da bei Blackbeard entführt wurde. Also, das kann man nicht so abtun wie das mit Vivi so, wo sie gesagt haben, ja, Vivi kommt schon klar, weil die ist ja mehr oder weniger im Ungewissen. Und Corby bei Blackbeard, da sehe ich eher schwarz, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen ist das auch noch interessant. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch hier eine Prise Kusan kriegen in dem Arc noch, dass der irgendwie mit der Sword-Einheit Vegapunk irgendwie mit unter einem Hut steckt und auch die Seraphims allgemein müssen eigentlich hier auch nochmal thematisiert werden, beziehungsweise gezeigt werden und ich bin gespannt, ob wir andere Seraphims sehen, von denen Vegapunk auch noch DNA hatte. Also bei Mihawk und so wissen wir es, bei Boa Hancock, aber vielleicht ja auch Jinbei, Blackbeard, vielleicht sogar Law oder andere starke Marineleute wie Kizaru. Stellt euch mal vor, er hat Kizarus DNA mit der Frucht, allem drum und dran und dazu noch Lunaria DNA hinzugefügt und hat da Überkrieger jetzt so. Er könnte das theoretisch mit allen machen. Er könnte auch DNA von den verstorbenen Piraten, von Whitebeard oder vielleicht von Roger noch irgendwo archiviert haben und kann damit jetzt irgendwas rekonstruieren, irgendwas, irgendwelche Körper reproduzieren. Ich bin echt gespannt, was für Seraphims wir sehen, denn ich bezweifle, dass es nur Mihawk und Boa Hancock sind. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind schon mehrere und das wird halt extrem überraschend nochmal. Eine Info haben wir noch. Bonnie im Vivilcard Databook, die Info, die wir vor circa einem Jahr bekommen haben, wurde schon von Oda leicht skizziert, dass sie von Vegapunk will, dass er Kuma zurückverwandeln soll. Das ist ja sowieso das Logische, was wir uns gedacht haben. Sie will einfach Kuma zurückverwandelt haben und Kuma ist ihr Vater. So ist es wahrscheinlich. Also ist noch nicht 100% confirmed. Eine Info aus dem Vivilcard Databook, die aber so ein bisschen an am Rand skizziert wurde. Ich werde es nochmal hier quellentechnisch verlinken. Und auch eine Theorie, dass Hibari, also die andere mit Helmeppo, die dritte im Bunde, wenn man Corby, Helmeppo und sie halt nimmt, dass sie die Tochter von Akaino ist, weil ihr Name wohl irgendwie Rosa, Rose bedeutet und dass es eine Rose, eine Blüte davon hatte, Akaino immer an seinem Anzug, an seiner Uniform. Die reden beide im gleichen Akzent, im gleichen Dialekt so ein bisschen, wenn man das so sagen kann. In der gesamten One Piece Welt haben nur die beiden diese Aussprache so auf Japanisch, was halt auch dafür spricht. Und außerdem die Info auch, Bonnie, warum wurde sie damals von Akaino verschont? Das ist auch noch eine Info. Ich bin echt gespannt, ob wir die Confirmation kriegen, dass Hibari wirklich die Tochter von ihm ist und wie Bonnie in Bezug auf Akaino steht, das ist halt die Frage. Stellt euch mal vor, die hat damals ein Kind mit ihm oder sowas gemacht und das ist Hibari. Wir wissen ja auch nicht, wie alt Bonnie eigentlich ist, weil ihr Alter ja immer verschleiert wird. Außerdem brauchen wir noch Infos zu Road Poneglyph, zu dem letzten. Außerdem war Bonnie auch bei Sabo. Das ist auch noch eine Thematik. Sie könnte auch bezüglich der Thematik auf Reverie, was da passiert ist,
könnte sie noch einiges aufklären. Deswegen, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, was erwartet ihr jetzt für den Egghead-Arc? Ich habe mal echt viele Sachen aufgezählt, was alles noch passieren könnte. Und das war noch lange nicht alles. Ich bin echt gespannt. Ich denke aber, es wird nur so ein 20-25-Chapter-Arc, nicht so lang. Und ob da überhaupt Kämpfe kommen, ist halt die Frage. Höchstens gegen die Seraphim. Ansonsten, checkt auf jeden Fall CyberGhost ab. Ich habe verlinkt in der Videobeschreibung. Wirklich ein VPN-Service, den ich selber nutze, auch beim Zocken hin und wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.